Willkommen zum Let's Play von Super Mario Odyssey, das brandneue 3D-Mario-Abenteuer für die Nintendo Switch. Heute am 27.10.2017 erschienen und wir schauen uns jetzt erstmal die Story an. Im Himmel über dem Pilzpalast. Hey, krass heftiges Intro. Mario hat gegen Bowser verloren. Und Bowser will Peach heiraten, WTF. Und was haben bitte die Augen an dieser Krone bei Peach gemacht? Und was ist das für ein Vieh und wo sind wir hier gelandet? Oh Gott. So viele Fragen, ich denke mal, die werden sich gleich beantworten. Wir schauen uns mit R ein bisschen um. Können mit B auch springen. Was ist das für ein Vieh? Das ist einfach ein Geist, der einen Hut auf hat. Ja, jetzt haut doch nicht ab. Hallo, der hat unsere Mütze. Okay. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Also, was gleich zu Anfang auffällt, es sieht einfach mega geil aus, wirklich. Ja. Das Ganze sieht nicht ganz gesund aus hier hinten. Wir schauen mal, was wir so machen können. Wir können springen, das haben wir gerade schon gesehen. Rumlaufen, können wir auch schneller laufen. Ja, mit Y, so teilweise zumindest. Stampfattacke. Weitsprung, okay. Verfolgen wir erstmal den Typ hier. Hallo, bleib hier. Kann man noch irgendwas? Oh, cool. Ein bisschen rumrollen hier. Geht allerdings nicht unendlich lang. Ich glaube, wir sollten uns hier dann noch ein bisschen umschauen. Ist auf jeden Fall ganz cool. Hier ein paar Frösche. Wo ist der jetzt hin? Krass, dass die mit uns reden, ohne dass wir die ansprechen müssen. Cool, auf jeden Fall. Und hier ist der Geist oder whatever halt, was unser Teil von der Mütze hat. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? Du bist ja im Hutland, wir wurden gerade vom selben Ungeheuer angegriffen, das dir so übel mitgespielt hat. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Okay, das macht natürlich Sinn, dann ist das wahrscheinlich die kleine Krone gewesen mit den Augen. Weil der Hut hier hat ja auch Augen. Ah ja, okay, hier sehen wir es auch nochmal. Krass. Okay. Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen und diesem Ungeheuer hinterher. Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Ich meine, wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. Von der Spitze des Hutturms komme ich da bestimmt hin, aber diese Schergen des Ungeheuers versperren den Weg. Hm, wir kämpfen für dieselbe Sache, nicht? Wir sollten zusammenarbeiten. Mal sehen, ob wir ja dieses Krönchen und Prinzessin Peach aus der Klemme helfen können. Jetzt checkt's Mario auch mal, okay. nicht so dein Stil?
Wie wär's hiermit? Ja, es sieht doch dezent komisch aus, Mario mit einem anderen Hut zu sehen. Ah ja, okay. Super Sache. Da sehen wir schon das erste Feature des Spiels. Cappy ist jetzt dein Begleiter, so heißt unsere Mütze. Die können wir hier so ein bisschen rumschleudern. Mit Y kannst du mich werfen. Yay. Okay, super Sache. Wir können uns hier auf jeden Fall schon umhalten. Umschauen, umhalten. Mützenwurf. Okay, ich kann auch schütteln, warum auch immer. Hier kann ich Lampen anmachen. Yay, gibt Münzen. Achso, und wenn ich da hineinlaufe in die Mütze, dann kann ich hochspringen. Krasse Sache. Das kann man rausziehen. Hier kommen Münzen raus. Wir sehen oben schon den Münzcounter. Was die Hüte daneben sind, weiß ich allerdings nicht. Ich habe mich noch nicht wirklich in dem Spiel umgesehen. Sowohl mit Y als auch mit X kann man werfen. Okay. Aha, okay, hier können wir... Ach so, das sind die zerstörten Häuser oder was? Oder was auch immer das sein soll. Krass. Ein Bowser-Plakat. Ich habe gesehen, da ist was dahinter. Kann man sich auch mit der Cappy holen? Alles klar. Ah, und wenn man die Cappy gedrückt hält, beziehungsweise Y, dann kann man anscheinend... ja, die Cappy da auf der Stelle halten. Ja, sehen wir hier. Geht auch nicht unendlich, aber war ja klar. Hier auf jeden Fall ein schönes Secret gefunden schon mal. Wandsprung kann Mario natürlich auch. Ich wollte aber eigentlich noch die anderen Münzen haben. Okay, bisschen unsanfte Landung, aber alles klar. Ja, Super Mario Odyssey ist dahingehend etwas Besonderes. Das ist das erste 3D Mario seit, ich weiß gar nicht, ich glaube Super Mario Galaxy 2, kann das sein? Ist und also wenn wir jetzt mal Mario 3D World nicht mitzählen, weil das hatte ja noch so Level, klassische Level, und hier hast du halt wirklich diese Welten, was meines Erachtens ziemlich nice ist auf jeden Fall. Huch, könnte sogar noch Wasser raus, alles klar. Das ist schon mal auch auf jeden Fall ein geiles Detail, dass wir jetzt hier so, ja, mittlerweile schon wieder nicht mehr, okay, aber dass wir hier auf jeden Fall so nass sind danach, wenn wir uns im Wasser befunden haben, ist eine coole Sache. Auf jeden Fall. Hier holen wir uns die Münzen. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier jetzt schon so krass viel finden kann. Ich glaube es jetzt erstmal nicht, ehrlich gesagt. Ich muss mich natürlich ein bisschen reinfinden erstmal. Gibt es auch wieder Münzen. Wir werden ja später noch sehen, für was die alles gut sind. Auf jeden Fall habe ich vor, jetzt von diesem Spiel wieder mal mehr Projekte zu bringen, beziehungsweise mehr Parts. Denn ich bin ultra gehypt, wirklich. Vielleicht kriegt man das jetzt nicht so mit. Ich kann nicht ganz so artikulieren wie sonst, denn ich habe eine Weisheitszahn-OP hinter mir und ja, ist nicht so cool. Gibt es hier noch ein paar Münzen? Jawohl. Da gibt es noch was. Können wir noch hin. Ja, aber ich denke mal, in ein paar Parts wird das auch wieder gegessen sein. Hier haben wir noch mehr Plakate, die wir entfernen wollen. Hier wieder ein paar Plakate, die wir natürlich auch zerstören. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendwas gibt, aber... Hä? Keine Ahnung, wäre was Wichtiges passiert, hätten die uns das bestimmt gezeigt. Was haben wir hier noch dahinter Schönes? Auch noch mehr Münzen. Okay, ich mache trotzdem mal noch die Kisten weg, nicht, dass wir was übersehen. Also, was ich gleich mal sagen möchte, ist, dass ich noch nicht ganz weiß, ob ich hier 100% mache. Denn es ist halt wirklich mega umfangreich. Warte mal, das sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus hier. Bekommen wir was dafür? Ne. Noch ein cooles Detail, was ich schon mal gesehen habe, ist, wenn wir uns hier den Rauch, den Rauch einstellen, dann wird Mario so rußig hier. Das ist echt krass. Auf jeden Fall cool. Gehen wir uns aber gleich wieder abwaschen. Er möchte ja nicht, dass unser Held hier so dreckig ist, ne? So. Sieht wieder besser aus, jawohl. Machen wir hier mal noch die Lampen an. Hier auch. Und hier ebenfalls. Dann schauen wir uns noch hier oben um. Können wir mal mit ein paar Leuten reden. Jetzt sind wir gleich wieder ganz rußig. Unten sehe ich auch noch was. Gehen wir auch gleich noch hin.
Was bist du für einer? Erzählst du was Wichtiges? Willkommen in Zylindrien, dem ganzen Stolz des Hutlandes. Soll ich dir was über die Anleitung erzählen? Nee, wir finden das alles selber raus. Sei vorsichtig da draußen. Ja, das sehen wir auf jeden Fall, aber... Das Plakat da noch weg. Die Stelle sollten wir uns wahrscheinlich merken. Ich glaube, hier können wir später auf jeden Fall noch was machen. Da sieht es ja irgendwie ein bisschen seltsam aus. Okay. Hier geht es noch nach oben. Hier drüben hatte ich auch noch irgendwo was gesehen. Aber ich glaube, das war dann eher... Ah ja, das ist da drüben. Okay. Dann schauen wir uns hier weiter nach oben um. Ich denke mal, die Parts werden jetzt auch ein bisschen länger werden. Ich werde jetzt heute ein bisschen aufnehmen auf jeden Fall. Ist eine coole Sache. Hat mich auch mega drauf gefreut. Huch, was war denn das? Ach, Vögel oder was? Cool. Ah, da sitzt noch einer. Hallo. Diesen Hebel hier können wir umlegen. Und was passiert dann? Wahrscheinlich eine Verbindung. Eine Art Brücke sicher, jawohl. Krass. Und die Joy-Cons, die rasten auch komplett aus. Kriege ich jetzt irgendwas? Sind da noch irgendwelche Lampen, die ich noch nicht angemacht habe? Keine Ahnung. Naja, dort zum Beispiel. Ich mach's mal vorsichtshalber, vielleicht gibt's ja was dafür. Oh nein, mein Luftschiff. Das glaube ich dir, dass du es nicht ganz so toll findest, Tuch. Das waren meines Erachtens jetzt alle. Schauen wir mal noch kurz hier hoch. Da können wir nämlich hin. Sind allerdings nur ein paar Münzen. Aber trotzdem, immerhin was gefunden. Und da ist noch eine Lampe. Kann man die auch anvisieren oder was? Das sah gerade irgendwie so aus. Warum kam da jetzt eine Münze raus? Sind hier noch mehr Münzen? Hallo? Nee. da ist noch eine Lampe. Da auch. Nee, kann man nicht anvisieren. Schade. Also mehr Lampen habe ich jetzt nicht gesehen. Also gibt es da anscheinend doch nichts für. Schade. Aber hier ist noch was irgendwie. Ah ja, Herz, okay. Aber hier gab es doch gar nichts, wo wir uns hätten treffen lassen können, oder? Die Handlanger des Ungeheuers kann ich von hier aus sehen, aber ich kann nur tatenlos umherschweben und zusehen. Wieso? Geh doch einfach mal hoch. Ja, ich will zum Hutturm. Und da werden wir jetzt auch hingehen. Huch. Und was seid ihr für Strolche? Ah, Goombas, okay. Ja, die kennen mich natürlich. Huch. Will mich natürlich nicht von den ersten Gegnern treffen lassen. Wäre jetzt ein bisschen traurig gewesen. Okay, machen wir hier das Licht an. Vielleicht kommen sie dann nicht wieder. Kriegt man das hier hin, alles in einem Zug zu machen? Ne, schade. Naja, geht trotzdem. Hier ist wieder ein Herz. Braucht man gerade nicht, aber auch coole Sache. Hier sind noch mehr, die Tür ist schon offen. Plakate. Die, werden wir, hallo, natürlich wegmachen. Und wir kriegen den Applaus dafür. Na, immerhin. Gut, schauen wir doch mal hier rein. Wer weiß, wo wir rauskommen. Ich keine Ahnung. Hier, okay. Wir sind noch in des Hutturms. Hier kommen wir nochmal zurück. Mhm. Huch. Ah ja, alles richtig gemacht. Gab es direkt einige Münzen hier auch. Gibt es auch unsichtbare Blöcke? Würde mich mal interessieren. Ich hoffe nicht. Sonst haben wir bestimmt schon welche vergessen. Huch. Na, machen wir es mal so. Okay. Die sinken ein. Was seid ihr denn für Frösche? Nein, nicht. Okay. Ja, hier die Münzen geholt. Jetzt müssen wir allerdings da hochkommen. Was? Wirf mich mal auf einen Frosch. Ach ja, siehst du, das habe ich ganz vergessen. Hallo, treffe ich mal bitte. Okay. Das habe ich ganz vergessen, dass das hier geht. Man kann ja Tiere capturen, beziehungsweise auch Gegner, glaube ich. Krass, in so einem Teich hier. Nach dieser Frosch im Hintergrund, lol. Okay. Und jetzt? Können wir den Frosch spielen? Ja?
Oh nein. Mario als Frosch. Du hast einen Frosch gekapert. Alles klar. Ja. Ui. Boah, Alter, der kann ja richtig hochspringen. Ich habe schon hier hinten was gesehen. Da schauen wir doch mal, ob wir da nach oben kommen. Nein. Wieso denn nicht? Ich muss das da. Achso. Ich muss doch da hochkommen. Ist gar nicht so einfach mit dem Vieh zu steuern. Aber wir kriegen es hin. Ja. Ein paar Münzen, immerhin. Coole Sache. Nicht sterben, bitte. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt hier mit dem Frosch weiterkommen. Aber es sieht ganz so aus. Die will ich allerdings mitnehmen, die Münzen. Okay, ganz knapp, aber wir kommen nach oben. Ja, nice, auf jeden Fall. Oh Gott. Ah. Ich denke mal, wir werden die Fähigkeit verlieren, wenn wir hier uns treffen lassen. Das habe ich allerdings nicht vor. Haben wir auch geschafft. Okay. Da gibt es noch mehr Frösche, falls man sich jetzt hat treffen lassen, wahrscheinlich halt. Münzen. Also das ist auf jeden Fall schon mit einer der geilsten Neuerungen, würde ich sagen. Also erstmal auf diese Idee zu kommen, seine Mütze zu werfen und damit Besitz zu ergreifen von was weiß ich was für Viechern. Das geht übrigens auch mit den Goombas, also glaube ich zumindest. Vielleicht nicht mit den kleinen, aber auf jeden Fall mit anderen Gegnern. Sollte zumindest möglich sein. So, haben wir hier hinten noch irgendwas? Nicht, dass wir hier was vergessen, gleich direkt zu Anfang. Okay, weg mit euch. Der Vollständigkeit halber machen wir die hier auch noch platt. Huch. Ah. Ah, da muss man echt aufpassen, ey. Okay. Alles super. Schauen wir noch, was in den Blöcken hier drin ist. Herzen natürlich, falls man sich hier treffen lassen. Ich kann keine Stampfattacke machen mit dem Frosch, ist ja auch verständlich. Na gut, nehmen wir erstmal das Herz mit. So, zack. Na, ich glaube, da wird auch nichts drin sein in dem Block. Okay. Dann schauen wir doch mal, hier ist eine Truhe. Kann ich auch irgendwie wieder raus? Huch, sorry, sorry Frosch, wollte ich nicht. Kann man, aber ich glaube, es war ZR oder ZL, was ich jetzt gedrückt habe. Keine Ahnung, was ist das bitte? Ach, zusätzliche Herzen, okay, krass. Heißt das vielleicht, dass wir jetzt gleich schon gegen die ersten Bossgegner kämpfen müssen? Oder wie schaut das aus? Ich wollte das eigentlich nur ausmachen. Ah ja. Coole Sache, na gut, dann gehen wir doch mal. Ah, gehen wir doch mal hier rein. Hier braucht man auf jeden Fall Cappy auch. Ah, es ist ja kein Problem. Ach du Scheiße, Alter. Was ist denn hier kaputt? Hutturm. Na, Halbzeit. Was, das Ungeheuer was? Hat alles zerstört? Ja, das glaube ich dir. Das ist natürlich schlecht, ne? Aber wir sehen es ja selber. Hier ist ja alles, im Prinzip alles kaputt. Okay, machen wir hier kurz noch alles kaputt. Ihr könnt ja auch lesen, was die so sagen. Achso, nee, hier geht's nach oben. Wir schauen uns hier hinten um. Will, wenn schon, wenn ich das schon angefangen habe, jetzt wenigstens noch alle Lampen hier anmachen. Vielleicht gibt es ja doch was dafür. Wo sind denn noch welche? Hier? Gibt ja auch noch eine, ja. Nee. Gibt leider auch nichts dafür. So, da sind wir hergekommen. Dann gehen wir doch mal hier nach oben. Wieder mal einen Haufen Münzen. Wer seid ihr denn, Alter? Hä, das sind aber keine Cooperlinge, oder? Nein, Hasen. WTF. Was seid ihr bitte? Ja, der Chef hat recht, als er sagte, ein schnurrbärtiger Geselle würde sich in unsere Vorbereitung einmischen. Wir sollten uns mal vorstellen. Man nennt uns die Broodles. Unseres Zeichen Hochzeitsplaner des glücklichen Paares, Bowser und Peach. Naja, glücklich ist sicher was anderes und von euch Pappnasen habe ich auch noch nie was gehört. Wir haben den Schatz, den wir wollten. Wir können also weiterziehen. Vorher müssen wir allerdings noch diese Störenfriede aus dem Weg räumen. Na, dann komm mal her, mein Freund. Du kannst ja jetzt nichts Großartiges drauf haben. Warum hast du Hüte? Warum hast du drei Hüte auf, bitte?
Kann ich auf dich drauf springen oder wie sieht's aus? Was macht er denn? Stirb. Ach, das bringt sogar was. Dann kann ich ja. Lol. Ah, und jetzt drauf springen. Nice. Ah, Gott. Oh, scheiße. Ah, hier gibt's ein Herz für mich, okay. Dann kann er ja nur noch in dem Teil drin sein, Hilfe. Okay. Ach, das war's schon, er hat nur zwei Leben. Ach, was bist denn du für ein Opfer? Das ist ja richtig lächerlich. Okay, hätten wir das auch schon geschafft, ne? Was genau das jetzt ist, weiß ich nicht. Beeindruckend, jetzt kommen wir mit Hilfe der Leitung weiter. Ja, wenn ich treffen würde, danke. Das wird sicher noch öfter das Problem sein. Ach du Scheiße, Mario ist so eine Art Energiestrahlblitz-Dings. Krass. Ah ja, und jetzt geht's auch offiziell los anscheinend. Super Mario Odyssey. Ja, ja. Nice, nice auf jeden Fall. Ich freue mich mega auf das Projekt. Wenn ihr es auch tut, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen hoch da. Es werden auf jeden Fall wieder öfter Projekte kommen. Also Parts, warum sage ich immer Projekte? Keine Ahnung. Und wir kommen im Kaskadenland an. An den Fossilfällen, alles klar. Komischerweise geht da eine Stromleitung hin, warum auch immer. Ist bestimmt nicht ganz bestimmt nicht ganz so angenehm, da als Lichtblitz durchzufliegen, sage ich mal. Könnte ich jetzt... Ah, ne. Ich wollte gerade fragen, ob ich jetzt wieder zurück könnte, aber es geht nicht. Oh mein Gott. Unser erster Powermond. Scheint dort drin zu sein, okay. Das sieht ja schon mal richtig, richtig episch aus. Was für ein Trip. Aber hey, wir haben es in einem Stück ins Kastanienland geschafft. Ich bin auch ganz elektrisiert vom Kaper und der Stromleitung. Abgedrehtes Gefühl. In dieser Gegend soll sich ein altes Luftschiff befinden. Los, suchen wir es. Ja, los, ich kann es kaum erwarten. Ich will mich umschauen. Mega nice. Erstmal direkt die Speicherflagge beim Wasserfallbecken abgegrast. Wir schauen uns hier ein bisschen um. Die Musik ist ja schon mal mega geil. Schaut euch mal an, wie das aussieht. Oh mein Gott. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig nice. Ich kletter mal hier den Turm hoch, beziehungsweise da kurz sind wir hergekommen, den Strommasten. Gibt es hier irgendwas Schönes? Nein. Aber da sehe ich was. Eine nächste Neuerung, die kenne ich schon. Das sind lila Münzen. Die sind in jeder Welt spezifisch. Und hier im Kaskadenland sind das anscheinend, ja, whatever, frühzeitliche Reifen. Vielleicht auch Geld, also Währung. So frühzeitige Steinmünzen mit Loch drin. Was in die Art wahrscheinlich. Runterfallen möchte ich da bitte nicht. Danke Mario, das war gerade schon knapp. dann schauen wir uns noch mal weiter um. Was haben wir hier Schönes? Kein Wolkenhut oder whatever man dazu sagen kann. Hier geht's auch noch runter. Sind die nächsten drei Coins. Ich weiß nicht, kann man irgendwo sehen? Huch. Nee, kann man noch nicht sehen anscheinend. Ah doch, da stand es ja gerade da. 6 von 50. Okay, 50 solche lila Münzen können wir hier finden. Bin mal gespannt, ob wir das auch tun. Was seid ihr für Viecher? Ah, kam schon auf mich zugesprungen. Ein paar Gegner auf jeden Fall. Was steht hier Schönes? Reisetipp Mützenzielwurf. Wirf deine Kopfbedeckung und schüttle die Joy-Con-Controller dann erneut, um einen Mützenzielwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung fliegt zum nächsten gelegenen Ziel. Das ist super praktisch, wenn du kein Zielwasser getrunken hast. Ah ja, also perfekt für mich im Prinzip. Also wenn ich jetzt hier... Ja, nee, das sollte nicht passieren. Ah, sehr praktisch, okay. Super Sache, Hilfe. Da unten geht's weiter. Beziehungsweise unten sind die nächsten Münzen. Kannst du dich auch so hier dranhängen dann? Nicht jetzt? Ah ja. An den B kommst du wieder hoch, na gut. Sammeln wir die nächsten Münzen ein. Okay, nicht runterfallen, Mario, danke. Ist aber eigentlich kein Problem. Ein Kettenhund. Okay, mit dir können wir doch bestimmt hier diese Blöcke zerstören, oder? Komm mal her. Hilfe. Ja, in der Tat. Ah. Kann ich dich auch eigentlich? Ja, kann ich. Lol. Dann probieren wir doch mal hier das zu zerstören. Kann ich dich auch nochmal gleich? Ja, super Sache. Auch dorthin. Nice. Na gut, wir machen mal nicht kein großes Ereignis hier draus. Unser erster Powermond. Da ist doch tatsächlich so ein Schrein drunter, okay. Ich glaube nicht, dass das immer der Fall sein wird. Du kommst auf jeden Fall zu mir. Nice, gutes Gefühl. Erster Powermond ist unser.
Ein Mond für dich, unser erster Power-Mond. Nice. Eins haben wir gerade hier oben links auch schon gesehen. Das ist da so hingegangen. Das Teil fällt einfach mal um. Krasse Sache. Multimond hoch über dem Wasserfall ist unser nächstes Ziel. Da ist irgendwie so eine alte mit... Fuck, ist ja schon wieder so ein Hasenvieh. Mit so einem goldenen Kettenhund, alles klar. Oh, wir haben einen Powermond gefunden. Mit diesem Monden können wir unser Luftschiff antreiben. Hast du jemals so etwas gesehen? Ehrlich gesagt, nein. Aber die Power-Ups, also Powermonde, die sind von Mario Bros. U. Weil diese 3-Up-Monde sahen haargenauso aus. Ich wusste, dass hier hinter dem Wasserfall irgendwas ist. Warum hängt denn hier ein leerer Bilderrahmen? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Kann man da nicht irgendwas machen mit? Gerade wahrscheinlich ein bisschen laut durch den Wasserfall. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, aber eigentlich müsste alles gut sein. Also das, was wir hier machen, ist eigentlich nicht möglich, aber Logik sollte man ja in Mario-Spielen eh nicht so verwenden. Aber wenigstens wird Mario runtergedrückt. Okay. Ah, hier sind gleich die nächsten. Guck mal an, hat sich doch gelohnt. Okay, hier schnell wieder Luft holen. Schauen wir uns noch hier drüben um, da gibt es auch bestimmt noch was. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht da runterfallen bei dem Wasserfall. Hier gibt es tatsächlich noch was. Eine Truhe nämlich. Aber irgendwie kommen wir da nicht hin. Na gut, dann vielleicht zu späterem Zeitpunkt. Ich schaue mich jetzt erstmal noch weiter um. Was es denn hier drüben noch Schönes gibt. Und zwar, ah ja, okay. Das ist jetzt anscheinend wieder so ein Mobildings. So ein Hutmobil, whatever, Luftschiff. Da ist es, genau hier noch haben wir gesucht. Es ist in einem schlechteren Zustand, als ich dachte. Nun ja, es ist ja auch ein altes Modell, aber es fliegt bestimmt noch. Okay, nicer Globus. Mal sehen, ob wir es in Gang bringen. Wirf mich einfach auf den Globus dort. Okay. Ein Powermond haben wir schon mal. Ich bezweifle, dass das schon ausreicht. Ja. Reicht nicht. Okay. Was? Sie rührt sich nicht? Sie braucht wohl noch mehr Energie. Meinst du, es gibt hier noch weitere Powermonde? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es hier noch weitere Powermonde gibt. Warum auch nicht, ne? Hier ist noch so ein Teil übrigens, aber anscheinend nicht mehr ganz so funktionsfähig wie unser anderes hier. Okay, von da sind wir gekommen. Dann schauen wir uns mal noch weiter nach hinten um. Hier ist noch so eins tatsächlich. Krass. Gar nicht gedacht, dass es dann hier auch noch so viele davon gibt. Ich meine... komm her! Ah, halt. Gerade noch so eingesammelt. Wir haben schon 400 Münzen. What the fuck? Wann habe ich denn 400 Münzen gesammelt? Kann mich gar nicht daran erinnern. Okay. Gibt es hier noch was? Schauen uns noch ein bisschen um. Aber ich werde die Parts nicht länger als 30 Minuten machen, denke ich mal. Hier gibt es auf jeden Fall noch drei solche Münzen. Wir haben schon 18 von 50. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Hört sich zumindest nicht so schlecht an. Jetzt geh doch mal bitte da dran. Danke. Schauen wir uns mal hier nach oben um. Das sieht auch so aus, als ob es noch was gibt. Aber scheint nicht so zu sein. Hier nur eine Münze. Und hier sehen wir schon was, was wir aus den Trailern kennen. Und zwar den T-Rex. In den können wir uns natürlich auch verwandeln. Ich bin gespannt. Bin mehr als nur gespannt. Krasse Sache auf jeden Fall. Alter, ich wollte hier eigentlich eine Stampfattacke machen. Aber gut. Hier wieder ein Herz. Haben wir bis jetzt zum Glück noch keins verloren. Aber gut. Dann... Ach, hier können wir noch weitere einsammeln. Würde ich sagen, schauen wir uns beim nächsten Mal weiter um. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Lasst ein Like dafür das neue Projekt. Da sehen wir noch eine Speicherflagge. Holen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.